Hallo, ich möchte in dem folgenden Video der Frage nachgehen, wie Bakterien und Viren lernen. Vorneweg, Bakterien gibt es etwa seit 3,5 Milliarden Jahren auf diesem Planeten. Eins der ersten Bakterien, das Cyanobakterium, hat es geschafft, aus Wasser Wasserstoff zu synthetisieren. Es hat es als Nahrung verwendet und als Abfallprodukt Sauerstoff freigegeben. Dieser Sauerstoff hat über 2 Milliarden Jahre unsere Atmosphäre auf 20% Sauerstoffanteil angereichert, sodass Leben, so wie wir es jetzt kennen, erst entstehen konnte. Nicht die Pflanzen haben die Photosynthese erfunden, sondern besagtes Bakterium. Nun sind Bakterien so klein, aber so oft und so vielfältig vorhanden, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Unser Verdauungstrakt, in dem auch die wesentliche Quelle für unser Immunsystem ruht, besteht etwa aus 100 Billionen Mikroorganismen. Und wir wissen, dass auch sehr viele gute Bakterien in unserem Darm drin sind, nicht nur schädliche. Ein Vergleich: unser Körper besteht aus 10 Trillionen Zellen, aber das Zehnfache, 100 Trillionen Bakterien. Wir haben also 10-mal so viele Bakterien wie Körperzellen in uns. Nun gibt es nicht nur gute Bakterien, sondern auch für uns schädliche. Und das Antibiotika hat uns die Möglichkeit gegeben, diese auszuschalten. Und schon sind wir in dem Bereich, wie kommen die Bakterien überhaupt dazu, sich eine Resistenz zuzulegen? Weil die meisten Antibiotika funktionieren nicht mehr. Die Bakterien sind längst resistent. Das Lernen ist eigentlich ganz einfach. Es braucht zwei wesentliche Dinge. Es braucht einen Raum zum Lernen und es braucht vielfältige Möglichkeiten, Wiederholungen zum Lernen. Nehmen wir einen Vergleich aus dem Kampfsport. Der Raum zum Lernen ist das Dojo und die vielfältigen Möglichkeiten sind die Wiederholungen. Bei jedem Training auf der Matte einen Schlag auszuüben, einen Kick, immer wieder tausendfach, zehntausendfach, bis wir es gelernt haben. Für die Bakterien stellt dieser Raum bzw. diese vielfältigen Möglichkeiten jetzt genau die Massentierhaltung dar. 70% der Antibiotika gehen in das Futter für die Massentierhaltung. Und damit haben die Bakterien eine milliardenfache Chance zu lernen, wie sie gegen diese Bakterien, gegen diese Antibiotika resistent werden. Haben Sie es gelernt? Geben Sie dieses Wissen in Form einer Gensequenz weiter. Alle anderen Bakterien können davon profitieren. Um einen Vergleich darzustellen, wie schnell sich Bakterien teilen können, in idealen Vorstellungen, also in idealen Voraussetzungen, wenn die Nahrungsquelle vorhanden ist, also wenn ausreichend viel Nahrung vorhanden ist, kann sich an einem Tag ein Bakterium 280 Milliarden Mal vervielfältigen. Im Vergleich, die Körperzelle schafft eine einzige Zellteilung an einem Tag. Wir wissen, dass aus einer Million Zellteilungen bei den Bakterien eine Mutation entsteht. Eine Mutation kann genau diese Resistenz sein oder etwas anderes. Aber es ist eine neue Kombination, die gut oder schlecht ist. Eine Möglichkeit, etwas gelernt zu haben bei dem Bakterium. Und wie wir schon aus den multiresistenten Keimen wissen, gibt es Keime, die so resistent sind, dass kein Antibiotika hilft. Der Hauptort, wo diese Keime sind, ist in dem Krankenhaus. So bekommt das Krankenhaus eine ganz andere Bedeutung. Ein Haus, wo man krank wird, zumindest bezüglich der multiresistenten Keime, ist es so. Kommen wir zu den Viren. Viren sind so viel kleiner als Bakterien. Wo wir Bakterien noch mit dem Lichtmikroskop sehen können, sind Viren so viel kleiner, dass wir ein Elektronenmikroskop brauchen. Und dieses funktioniert völlig anders als unsere optischen Eigenschaften und unsere vertraute Sichtweise. Wir können also viel, viel weniger Rückschlüsse erheben, was Viren anbelangt, gegenüber Bakterien. Wir wissen viel zu wenig. Wir wissen aber, dass Viren eigentlich keine lebenden Organismen sind.
Sie bestehen aus so wenig Genen, man kann fast sagen, weniger als 10 im Wesentlichen. HIV hat nicht mal 10 einzelne Gene. Ein Bakterienvergleich hat 1000 und mehr Gene. Sie sind also so viel einfacher gebaut und haben natürlich dadurch auch eine ganz andere Rekombinationsmöglichkeit. Aber was wir quasi wissen oder was wir mehr oder weniger stark vermuten können, ist, dass auch Viren so lernen. Sie lernen auch durch die Häufigkeit. Und wenn man sich die Corona-Impfung ansieht in der Masse, haben sie auch dort ein hervorragendes Lernfeld gefunden, um sich resistent zu machen, um Varianten, die vielleicht besser sind oder schlechter sind. Wie auch immer, sie sind anders und sie können auch für uns als menschlicher Körper sich viel schlimmer auswirken als eine Delta-Variante oder andere Varianten. Wir schaffen also gerade durch eine Massenimpfung ein Testfeld, eine Möglichkeit zu lernen für die Viren, nicht anders wie im KI, im maschinellen Lernen, ein Umfeld, wo das Virus sich schneller anpassen kann an die Strategie, wie es länger lebt, wie es besser lebt. Und wir sollten uns überlegen, ob wir eben dieses Testfeld geben. Wir sollten eh überlegen, ob die Politik die richtigen Antworten auf die Fragen liefert oder die Nachrichten uns die richtigen Informationen liefert, um unsere eigenen Schlüsse zu geben. Wir haben mittlerweile viele Möglichkeiten zu lernen. Wir sollten sie nutzen. Vielen Dank.